Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan getroffen. Eine Explosion gerade eben erst vor wenigen Minuten. Man konnte das Flugzeug noch sehen auf einem Bild, das uns eben gerade erreicht hat, als dieses Flugzeug in den Turm hineinraste. Das erste Flugzeug hat offensichtlich den nördlichen Turm vor ungefähr 20 Minuten getroffen. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar. Die Anschläge haben einen Bereich getroffen, etwa in Höhe der 80. Etage des World Trade Centers. Das World Trade Center hat etwa 110 Stockwerke. Beide sind natürlich um diese Uhrzeit, es ist jetzt kurz nach 9 in New York, beide sind natürlich schon stark besetzt mit Büroverkehr. Wir können uns die Bilder noch einmal angucken, wir wollen Ihnen das noch einmal hier zeigen. Beide Türme stehen im Moment in dem oberen Bereich in Flammen. Wie viele Menschen dort, Sie sehen jetzt gerade hier in dem großen Bild die Explosion, wie ein Flugzeug den linken, also den südlichen Turm des World Trade Center trifft. Eine riesige Explosion in diesem Moment. Wir können im Moment nichts über die Hintergründe dieses Anschlages sagen, wir können nichts über die Zahl der Opfer sagen, aber Sie können erkennen anhand dieser Bilder, dass es sich um eine Explosion ungeahnten Ausmaßes handelt, bei dem mit Sicherheit mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen sind. Das World Trade Center steht jetzt in beiden Türmen offenbar in Flammen. Es hat immer wieder ja Hinweise darauf gegeben, dass es radikale Gruppen geben könnte, die Anschläge auf große Gebäude auch in den Vereinigten Staaten verüben könnten. Es gibt aber bisher keine weiteren Hinweise darauf. Die Zahl der Opfer, wie gesagt, ist auch unklar. Alles, was wir sagen können, ist, beide Türme stehen im oberen Bereich in Flammen. In dem vorderen Turm befindet sich oben in etwa der Höhe der 110. Etage die große Aussichtsplattform, auf der Touristen ja immer wieder den Blick über Manhattan und über New York genießen können. In dem anderen Turm ist oben ein großes Restaurant, Windows on the World. Im Moment ist dieses Restaurant natürlich geschlossen, es wird erst mittags geöffnet, aber wie gesagt, es ist Bürozeit in New York und um diese Uhrzeit sind die meisten Amerikaner schon bei der Arbeit, gerade dort unten im Financial District, also im Bereich von Manhattan, wo die Wall Street Börse ist und wo auch andere große Finanzinstitutionen ihren Sitz haben. Das World Trade Center ist ja bekannt dafür, dass dort sehr viele Banken und auch andere Investitionsunternehmen ihren Sitz haben, dass dort also auch die Etagen normalerweise alle voll vermietet sind, voll vergeben sind, dass es also zu diesem Zeitpunkt wohl eine ganze Menge von Menschen gegeben hat, die sich in dem Gebäude aufhalten. Es sind Bilder, die wir in dieser Schrecklichkeiten dieser Tragweite noch nie von einem Anschlag zu sehen bekommen haben. Es ist jetzt, wie gesagt, etwa kurz nach 9 Uhr vormittags. Und wir können uns vorstellen, dass es natürlich auch für Rettungskräfte im Moment extrem schwierig ist, diesen Bereich dort in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Metern Höhe zu erreichen. Man kann nur hoffen, dass die Möglichkeit besteht, dass es Sprinkleranlagen gibt, die jetzt einsetzen. Aber wenn ein Flugzeug, und es hat sich offensichtlich um ein zweistrahliges Flugzeug gehandelt, wenn ein Flugzeug in solch einen Turm hineinrast, gibt es so gut wie wenig Möglichkeiten, überhaupt hier noch Lebende zu bergen in dieser Höhe. Was mit den Menschen unten im Gebäude passiert, können wir im Moment auch nicht übersehen. Wir bekommen aus den Vereinigten Staaten auch nur dieses Bild, das wir Ihnen hier zeigen. Wir können nur hoffen, dass Rettungskräfte in irgendeiner Weise in der Lage sind, die Menschen, die noch unter diesen Bränden sind, sich aus dem Gebäude heraus retten können. Wie gesagt, noch einmal zusammengefasst, vor etwa 20 bis 25 Minuten hat ein Flugzeug den nördlichen Turm des World Trade Centers in New York getroffen. Es muss sich offensichtlich um einen Anschlag handeln, denn nur 15 Minuten später flog ein zweites Flugzeug in den südlichen Turm des World Trade Centers. Von einem Unglück, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, kann man in dieser Hinsicht also nicht reden. Sie sehen hier noch einmal die Explosion beim Aufprall des zweiten Flugzeuges. Hier auch noch mal die Bilder, die uns von den Kollegen von CNN überspielt werden. Anschläge dieser Art hat es bisher noch nicht gegeben. Wie gesagt, wer dahinter steckt, ist im Moment völlig unklar. Wir können nur hoffen, dass wir in den nächsten Stunden mehr darüber erfahren. Im Moment können wir aber nur hoffen, dass es den Rettungskräften gelingt, in irgendeiner Weise an den Unglücksort zu gelangen und möglicherweise die Menschen, die auch noch im World Trade Center drin sind, im Moment dort herauszuretten. Ob die Aussichtsplattform oben im 110. Stock zu diesem Zeitpunkt schon geöffnet ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass normalerweise etwa ab 8, 9 Uhr die ersten Touristen auf diese Aussichtsplattform hochgehen. Das ist dort der rechte Turm, den Sie von hier aus sehen mit der großen Antenne. Es ist also durchaus möglich, dass dort oben auf dem Dach auch Menschen sind, aber im Moment kann man mit Bestimmtheit
zu diesem Thema überhaupt noch nichts sagen. Sie sehen aber, die Bilder sprechen für sich. Wir werden Sie in den nächsten Minuten und Stunden weiter auf dem Laufenden halten über diesen Anschlag, der sich in New York ereignet hat. Wir werden dann auch die Möglichkeit haben, zu unseren Korrespondenten nach New York zu schalten, von denen wir natürlich hoffen, dass Sie auch weitere Informationen dazu bekommen. Das war es zunächst von mir. Wie gesagt, ein Anschlag der schwersten Art auf das World Trade Center in New York. Und wir melden uns dann in einigen Minuten wieder. Bis dann. Jetzt höre ich gerade, dass wir eine Schalte haben. Ich habe leider keinen Tonkontakt zu meinen Kollegen, aber möglicherweise ist ja die Möglichkeit, dass Sie etwas hören. Kann jemand mir sagen, mit wem wir uns jetzt gleich unterhalten? Oder kann man den Ton einfach drauflegen oder so, dass ich ihn hier im Studio hören kann? Ich habe im Moment keinen Tonkontakt. Das ist offensichtlich im Moment nicht möglich. Wir unterbrechen also an dieser Stelle hier unsere Live-Sondersendung zum Anschlag auf das World Trade Center in New York. Wir melden uns in einigen Minuten dann wieder, wenn wir weitere Informationen haben. Bis dann. 50 amerikanischer Zeit ist ein Flugzeug in den südlichen Turm des World Trade Centers eingeschlagen. Und etwa 18 Minuten später, Sie sehen hier die Bilder, ein weiteres Flugzeug in den anderen Turm des World Trade Centers. Nach dem ersten Flugzeugabsturz quasi in den Turm hatte man noch vermutet, dass möglicherweise ein technischer Defekt vorlag bei dem Flugzeug und dass es deswegen zu der Katastrophe kam. Aber als dann 18 Minuten später das zweite Flugzeug ebenfalls in das World Trade Center einschlug, von diesem Moment an war man relativ sicher, dass es sich hier um einen Anschlag handeln muss. In New York ist es um diese Uhrzeit etwa, wie gesagt, kurz vor 9 bzw. kurz nach 9 Uhr gewesen. Das World Trade Center ist gut 400 Meter hoch, hat 110 Etagen. Und die Explosionen bzw. die Einschläge der Flugzeuge haben sich etwa im Bereich der 80. bis 90. Etage abgespielt. Es ist eine Form von Anschlag, wie man ihn nie für denkbar gehalten hätte. Es gab immer wieder die Drohungen von Terroristen aus allen Regionen der Erde, ganz besonders von muslimischen Extremisten, dass es Anschläge gegen die Amerikaner geben sollte. Aber man hatte nie damit gerechnet, dass es Amerika direkt treffen würde. Das heißt also, dass es Anschläge in Amerika geben würde. Sie sehen jetzt hier, dass amerikanische Präsident Bush spricht. Wir wollen ihm kurz zuhören und ich will versuchen, ihn parallel dazu zu übersetzen. Lieutenant Governor, we'll take the podium and discuss education. I do want to thank the folks here at Zunächst möchte Präsident Bush wegen des Anlasses, in dem er da ist, wegen einer Erziehungspressekonferenz offensichtlich den Organisatoren danken. Aber möglicherweise wird er jetzt ein paar Sätze zu diesem Anschlag sagen. Das war jedenfalls angekündigt worden. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI. Präsident Bush hat also mit dem Vizepräsidenten und dem Direktor des FBI gesprochen. Man möchte den Opfern und den Familien helfen. Und man wird offensichtlich sehr genau untersuchen, wie es zu diesem Anschlag kommen konnte. Wir müssen diese Leute finden und diesen terroristischen Akt aufklären. Terrorismus gegen die Vereinigten Staaten ist nicht zu dulden. Und jetzt bitte George Bush um eine Minute. May God bless the victims, their families and America. Thank you very much. Der Trauer. Er verlässt jetzt hier das Podium, Sie sehen es, und setzt offensichtlich sein Programm fort an dem Ort, wo er eben gerade gewesen ist. Ich kann es von hier auch nicht genau erkennen, wo es ist, aber Sie sehen hier noch einmal die Bilder, die wir Ihnen einspielen. Beide Türme des World Trade Centers sind in Flammen. Es ist ein Feuer, das sich etwa von der 80. 90. Etage bis in den oberen Bereich beider Gebäude hinein erstreckt. Auf dem rechten vorderen Gebäude, das Sie sehen, befindet sich oben im 110. Stockwerk eine große Besucherterrasse, auf der möglicherweise um diese Uhrzeit auch schon Besucher gewesen sind. In dem linken Gebäude befindet sich im obersten Stockwerk ein Restaurant, das zu diesem Zeitpunkt normalerweise noch nicht geöffnet ist. Aber wir müssen davon ausgehen. Es ist kurz vor 9 bzw. kurz nach 9 amerikanischer Uhrzeit. Um diese Uhrzeit sind die meisten Amerikaner dort unten im Finanzdistrikt von New York schon bei der Arbeit. Im World Trade Center, das Welthandelszentrum, befinden sich viele Dependancen von Banken, aber auch von Handelsfirmen. Das heißt also, um diese Uhrzeit ist in diesem Bürohaus, in diesem Riesenkoloss, und hier sehen wir noch einmal die Bilder von dem Einschlag der zweiten Maschine, ist um diese Uhrzeit natürlich Hochbetrieb. Die Flugzeuge sind relativ groß. Ein erster Augenzeuge hat davon berichtet, dass es sich bei dem ersten Flugzeug um eine Boeing 737 handeln könnte.
Das heißt, dass wir ein Flugzeug haben von etwa 30 Meter Spannweite und etwa 30 Metern Länge. Und wenn das auch noch mit Kerosin vollgeladen ist, dann ist das natürlich eine Riesenexplosion. Wir sind jetzt verbunden mit dem Bertelsmann-Manager Rolf Schmidt-Holz. Er ist in New York. Herr Schmidt-Holz, Sie können sehen, das, was auch wir hier nur im Fernsehen erkennen können. Haben Sie diese Explosion mitbekommen? Offensichtlich ist die Leitung zu Rolf Schmidt-Holz, dem Verlagsmanager, dem Manager von Bertelsmann Content Network, zusammengebrochen. Wir können aber selber anhand dieser Bilder erkennen, dass es sich hierbei um ein Feuer handelt, das wahrscheinlich durch Löschkräfte vom Boden her nicht in irgendeiner Weise gelöscht werden kann, sondern man kann nur hoffen, dass das Feuer innerhalb des Hauses durch die Sprinkleranlagen gelöscht wird. Wie wir im Moment eben gerade erfahren, ist möglicherweise eine entführte Boeing 67, die in Boston entführt worden ist, in diesen Turm hineingerast. Es ist im Moment ein Gerücht, das wir aus Amerika bekommen. Wir können das im Moment noch nicht in irgendeiner Weise bestätigen. Deswegen ist es für uns auch schwierig, auch genauere Informationen zu vermitteln. Aber Sie sehen es ja anhand der Bilder und anhand der Explosionen, die wir dort hatten, dass es sich um einen Anschlag von ungeahnter Größenordnung handelt. Etwas, was wir, man muss es tragischerweise sagen, fast nur aus Hollywood-Filmen kennen, hat sich offensichtlich hier zur Bürozeit in New York zugetragen. Die Wall Street, ebenfalls dort unten, also mit der Börse und allen anderen großen Banken, die sich am Fuße des World Trade Centers befindet, ist, wie wir eben gerade auch erfahren haben, weitgehend evakuiert worden. Es sind nur einige hundert Meter vom Finanzdistrikt dorthin zum World Trade Center. Auch andere Bereiche sind natürlich evakuiert worden. Und wir sind jetzt verbunden mit meinem Kollegen, unserem USA-Korrespondenten Christoph Lang in New York. Können Sie uns etwas Genaueres über die Verhältnisse, über den Zustand dort rund um das World Trade Center sagen, Christoph? Ja, verständlicherweise ist in der ganzen Stadt das Chaos ausgebrochen. Ein Beispiel nur, es hat uns fast eine halbe Stunde gedauert. Wir haben fast eine halbe Stunde gebraucht, um eine Telefonverbindung nach Deutschland zu bekommen. Das ganze Telefonsystem scheint hier zusammengebrochen zu sein, vielleicht auch aufgrund von Umsetzern, die sich auf dem World Trade Center natürlich befinden. Was wir gehört und gesehen haben, vor wenigen Minuten hat es am linken Turm, das ist der Turm, auf dem sich die Touristenterrasse oben auf dem Dach befindet, eine weitere große Explosion gegeben. Das könnte sehr gut Treibstoff gewesen sein von diesem Flugzeug, das in diesen Turm gerast ist. Wir haben gerade gehört, vor wenigen Minuten hat Präsident Bush aus Florida Stellung genommen. Er hatte da gerade einen Termin gehabt mit Kindern, als er um kurz nach 9 Uhr amerikanischer Zeit, kurz nach 3 Uhr deutscher Zeit von seinem Chief of Staff Andrew Carr die schlimme Botschaft bekam. Er wird jetzt sofort zurückfliegen nach Washington. Wir können die Informationen bestätigen, auch das haben wir hier gehört, nicht hundertprozentig bestätigen, aber eben entdeckte sich, dass eine Boeing 767 der American Airlines von Boston aus entführt wurde und dann eben in diese Twin Towers, in diese zwei Türme gesteuert wurde. Rund um das World Trade Center, es muss wirklich das verständlicherweise das große Chaos ausgebrochen sein. In der ganzen Stadt fahren Feuerwehrwagen, die versuchen, in diese Gegend ganz im Süden an der Spitze von Manhattan vorzudringen. Aber man kennt ja die New Yorker Verkehrsverhältnisse. Es ist extrem schwer, da im Moment überhaupt nur hinzukommen. Und rundherum ist Panik ausgebrochen. Die US-Börse in die Wall Street New York Stock Exchange wurde evakuiert inzwischen, haben wir gehört. Denn die ist in direkter Nachbarschaft zu dem World Trade Center. Klar, hängt er miteinander zusammen. Und das ist im Moment die Situation. Aber wir werden in Kürze auch nicht mehr wissen. Christoph, weiß man schon etwas über den Ursprung des ersten Flugzeuges? Auch da gab es ja berichtet, dass es sich möglicherweise um eine Boeing 737 handelt. Also um ein Flugzeug, das etwas kleiner ist als eine Boeing 767. Es muss sich ja da, wenn es eine 737 gewesen ist, wohl auch um ein Flugzeug einer Fluglinie gehandelt haben. Ja, und ich sehe gerade in diesen Sekunden eine weitere, nein, das ist ein altes Bild offensichtlich, ich sage eine weitere Explosion an einem der Türme, aber das scheint schon ein bisschen zurückzulegen. Wir haben bislang nur Informationen über einen beiden Flugzeuge, wie gesagt, jetzt auch über American Press, die Agentur American Airlines Boeing 767, die abhob
Laut CNN, das ist die Quelle, am Logan Airport in Boston über das zweite Flugzeug gibt es keine weiteren Details. Ja, eine Boeing 767 hat ja Platz für über 200 Passagiere. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Menschen in diesem Flugzeug gewesen sind, aber wir können uns vorstellen, American Airlines ist ja nun eine Fluggesellschaft, die mit relativ gut gebuchten Flügen unterwegs ist. Es ist also durchaus möglich, dass auch in dieser Maschine mindestens 100, möglicherweise sogar 200 Menschen gesessen haben. Es ist ja auch eine Hauptreisezeit für Manager um diese Uhrzeit, die morgens dann von Boston aus beispielsweise losfliegen. Hier noch einmal eine Wiederholung dieses Todesfluges der Düsenmaschine. Und Sie konnten anhand auch der Größe dieser Maschine sehen, dass es hier nicht um ein Privatflugzeug handeln kann, sondern dass es sich um ein großes Passagierflugzeug handeln muss. Wie gesagt, eine Boeing 767 hat ungefähr eine Spannweite von über 40 Metern und ist über 40 Meter lang, hat mindestens Platz für etwa 150 bis 200 Passagiere. Wie viele im Flugzeug gewesen sind, wissen wir nicht, aber es war offenbar eine American Airlines Maschine. Christoph Lang, ist in irgendeiner Weise, sind auch Menschen am Boden betroffen von dieser Explosion? Sind Trümmerteile auch auf den Boden gestürzt? Offensichtlich. Also wie gesagt, die Situation dort ist ziemlich unübersichtlich, aber ich bin sicher, dass sowohl im Gebäude als auch am Boden es Opfer und sicherlich auch Tote gegeben haben muss. Gerade eben wirklich eine weitere Meldung auf den Tisch. Eine Organisation namens DFLP, das sind Palästinenser, hat offensichtlich die Verantwortung für diesen Anschlag erhoben. Die Quelle dafür ist Abu Dhabi TV. Auch das gebe ich weiter mit einem Fragezeichen dahinter, aber es deutet zumindest in eine Richtung, die Sinn machen könnte. Ja, wir bekommen diese Meldung auch eben gerade. Wie gesagt, eine Palästinensergruppe mit dem Namen DFLP. Mir ist diese Palästinensergruppe nicht bekannt. Wir kennen die PFLP, das ist die People's Front for the Liberation of Palestine. Aber DFLP ist offensichtlich eine andere Organisation. Aber die Quelle ist im Moment eine Fernsehstation in Abu Dhabi. So gesehen, es ist noch keine sehr deutliche Quelle. Sie sehen hier noch einmal eine Wiederholung der Aussagen von Präsident Bush. Er hat ja auch in Florida bei seinem Auftritt gesagt, dass es sich um einen Terroranschlag wohl handelt, dass man versuchen wird, diesen Terroranschlag logischerweise aufzuklären und dass Terrorismus in Amerika auf gar keinen Fall geduldet werden kann. Wir spielen jetzt noch einmal neue Bilder ein, die uns hier erreichen von der Westseite von New York aus. Also wir blicken hier über den Hudson River hinüber und Sie sehen diese riesige Fahne von Rauch, die aus den Twin Towers, also aus diesen Zwillingstürmen emporsteigt. Diese Türme sind ja in den 70er Jahren gebaut worden. Sie waren schon einmal Ziel eines Anschlages von Terroristen, von Extremisten, die auch zum Teil verurteilt worden sind, aber man ist nie ganz sicher gewesen, ob man wirklich alle Drahtzieher gefasst hat. Und dieser Turm, diese beiden Türme galten immer auch als eines der besonders gefährdeten Ziele in den Vereinigten Staaten, weil sie natürlich auch in gewisser Weise ein Symbol waren für die Wirtschaftskraft der USA. Und deswegen waren sie auch immer als ein Ziel genannt worden von möglichen weiteren terroristischen Anschlägen. Nichtsdestotrotz ist es ja immer so gewesen, dass man relativ einfach in diese beiden Hochhäuser hinein konnte. Sicherheitskräfte haben einen eigentlich nie davon abgehalten, dort auch in andere Etagen hineinzugehen, als die für Touristen vorgesehen sind. Aber mit einem Anschlag dieser Art, also mit einem Absturz von Flugzeugen, mit einem gezielten Steuern von großen Flugzeugen in diese beiden Hochhäuser, hat natürlich nie jemand rechnen können. Christoph Lang, ich weiß nicht, ob Sie noch bei mir sind. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie laut und deutlich. Vielleicht kann ich zu diesem Punkt noch ein bisschen was an Informationen dazugeben. Also wenn man ins World Trade Center möchte, Touristen wissen das, wird man unten, also in der einem Erdgeschoss mit Metalldetektoren abgesucht. Also das ist eingeführt worden, nachdem ja mal ein Mann auf der Spitze des Empire State Buildings, des anderen hohen Gebäudes in New York, um sich geschossen hat. Jetzt versucht man dagegen eben Vorkehrungen zu treffen, aber gegen einen Anschlag aus dieser Richtung kann man sich natürlich im Prinzip überhaupt nicht schützen. Wobei, vielleicht noch eine ganz interessante Information, ich habe vor einiger Zeit mit Architekten gesprochen und wir haben genau diesen Punkt diskutiert, wie stabil ist eigentlich so ein hohes Gebäude. Und da habe ich erfahren, dass im festen Staff, also bei den Angestellten des World Trade Centers, also mehr als ein Dutzend Statiker dabei sind, die die Stabilität des Gebäudes ständig überprüfen und neu berechnen. Und eine Architektin sagte mir, dass es schon massivster Schäden bedarf, damit einer dieser Türme einstürzen kann. Also das, um die Frage zu beantworten, könnt ihr jetzt da die obere Abteilung abbrechen? Ich glaube es nicht nach den Informationen, die ich gehört habe.